Zack. So, Regelverstoß incoming. Ich bereite schon mal. Regelverstoß incoming. Das auch noch so anzusagen, ist ein bisschen frech, finde ich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Hero. Dabei sind immer noch der Kev. Aloha! Und der Debito LP. Hallo zusammen. Und ich stehe immer noch am Dach rum. Boah, der Kev ist online. Tötet krass. Mich. Krass. Tötet mich. Ja, der Zombie ist auch schon wieder weg. Oh Mann, oh. Wer ist dieser Zombie? Zombie. Was ist das für einer? Ja, mit dem wollte ich auch mal aufnehmen. Da hat er gesagt, sag Bescheid. Dann sage ich Bescheid, dann meldet er sich nicht. Fork. Tja. Was ist denn da los? Ach, das ist die Mauer hier, oder was? Die wir hier rum errichten wollen? Ja. Wofür? Style. Darf man hier können keine... wir mal bitte einmal alle offline gehen oder schlafen gehen? Ja. Weil ja, ich der Regen ist übelst Bett. Kaka. Ach ja, ja stimmt, das regnet. Habe ich ausgemacht. Voll laut. Ich kann den nicht ausmachen bei mir. Bei Optifine. Geht nicht. Nicht? Alter. Okay, ich lieg. Warte, noch 5 Sekunden, dann liege ich auch. Ja, okay, so, dann gucke ich kurz. Options oh nein, mein Bett ist unten. Video-Settings, Others, Weather off steht bei mir. Ach so, dann sollte das gehen. Es regnet trotzdem. Ist auch so, ganz bin komisch. Drin. Oder hörst du das nur? Ich höre es und sehe es. Okay. Hm. Oh. Und wieder alle da. Hui. Juhu. Und vor allem ist es jetzt endlich mal wieder. Okay. Was machen wir? Ich muss erstmal wieder hier rausfinden. Verdammt. Muss kurz Level farmen und werde vermutlich. Jetzt genau, ich wollte mal fragen, was wisst ihr denn eigentlich über den Untergrund? Nix. Gar nix. Ich weiß nur, dass das welche sind, die sich gegen Dena verschworen haben. LOL! Das ist alles. LOL! Irgendein Depp hat sein Frostbow auf meinem Verzauberungstisch verzaubert. Und vergessen. Und dann hat er aber wahrscheinlich auf Escape gedrückt, ist weggegangen und jetzt habe ich den gerade gefunden, jetzt habe ich einen Frostbow. Das ist ja geil. LOL! Ist doch Hammer. Der schießt kleine Schneeblöcke. LOL! Der schießt kleine Schneeblöcke. Geil. Scharfkantige Schneeblöcke schießt er. Cool. Und irgendwie kann es sein, dass er sich selbst repariert? Ja, hoffentlich. Der repariert sich selbst. Ja, ist da Moos drauf? Wie anhört. Stinkt er nach Moos? Riech ich mal. Da ist Blei drauf und Soul-Täter. Der Täter. Nicht zu verwechseln mit dem Soul-Peter. Ja. Boah, der Soul-Peter. Die werden immer flacher, die Witze, aber die kommen gut an. Ist dann so ein schwarzer Peter einfach. So einer ganz tiefen Stimme. Hey, ich bin Soul. Der Soul-Peter. Wie ist eigentlich so vorher in der Stadt? Wie schaut's eigentlich bei euch mit Herzkanistern aus? Macht ihr die überhaupt? Ja, die sind gerade fleißig dran. Ich bin ja voll. Wollte ich mich mal dran. Ach, du hast schon alle Herzkanister? Ja, weil ich bin schon auch lange voll. Krass, ey. Ich hab noch gar keinen. Ja, weil das Ding ist, dann komm mal rum, DevSheep. Ja. Dann kann ich dir, ich habe so viele Miniature Red Hearts, also die kann man ja auch brauchen. Das heißt, wie viel hast du denn? Also Kanister? Ne, Red Hearts, diese Herzkanister. Ich habe ein Stück über oder so. Okay. Also, wie komme ich denn zu dir nochmal? Da oben in den Bergen, das Portal? Laufen. Oder wo war das? Laufen. Du musst einfach gemütlich laufen. Genau. Wo ist denn das Portal nochmal hier oben? Das ist doch hier irgendwo, ne? Ich lass dich nicht raus aus meiner Dimension. Wenn du mir jetzt so kommst. Ich lauf doch nicht. Bist du wahnsinnig? Hey, das sind doch nur 5000 so. Ja, eben. Morgenssport. Ich bereite mal einen Regelverstoß vor, was? Wieso, was willst du denn machen? Da statt Pink bei uns Blöcke gebaut hat, werde ich mal eben 2 Blöcke bei denen abbauen, um eine Portaltür bei denen zu setzen. Okay. Ich habe auch ein Portal bei denen, deswegen. Chilimili. Ja, stimmt, die haben ja Blöcke gesetzt. Ja, genau. Und dann mache ich die bei denen weg und setze auch ein. DevSheep Portal aber, ne? Genau. Nee, ich bin noch nicht bei denen in der Stadt. Ich weiß nicht, wo das Portal da oben ist. Mann. Wir haben keine Ahnung. Komm da doch mal kurz durch, bitte einmal, dann sehe ich das auch. Meine Fresse. Was ist denn da los? 2 Kakteen. Ich stehe jetzt hier auf offenem Felde. Kakteen? Ich sehe noch nicht mal seinen Namen. Say my name. So, was nehmen wir denn? Ich sehe dich nicht, Grunsch. Ey, ich stehe hier und farme bereits roten Stein, weil mir langweilig ist. Und höre dich auch. Komm ein Geräusch näher. Und jetzt höre ich es nicht mehr. Ted? Es ist direkt an eurer Stadt, mehr nicht. Ach, da unten, lol. Ja, okay, alles klar. Bei wie vielen Portalen explodieren die denn? Das weiß ich nicht genau. Weil da mache ich nur mal ein paar. Kann doch besser werden. So. Extra für dich freigebaut hier. Ach hier, da, ja. Wo willst du denn hin? Nee, wo muss ich denn hin? Da rein?
Hier, folgen Sie mir. Valkef, hast du das schon gehört? Was denn? Wenn du ganz viele Portale nebeneinander hast, explodieren die und du hast einen Mega-Rift. Ja? Soll wohl so sein, ja. Ich habe die Erfahrung auch noch nicht gemacht. Wenn du dir eine Portaltür machst und die einfach mit der Spitzhacke abbaust, dann hast du einen Rift. Die hat nämlich mein erstes Haus aufgefressen. War lecker? Offenbar. Jo, cool, danke. Warte, du brauchst bestimmt auch diese Necrotic Bones, ne? Ja, auf jeden Fall. Achso, was ich euch gar nicht gezeigt habe, ich habe eine eine Wither-Skelett-Farm gebaut. Ja, da war ich schon. Ich kann dir 8 Stück schenken, so. Ah, cool, danke. Du brauchst so ein Aluminium. Ich brauche Electrical Essenzen, die habe ich nie. Hier, ich gebe dir schon mal 2, die habe ich gerade in der Tasche. So geschenkt? Ja, klar. Geilo, habt ihr so viele oder wie? Nö, aber man kann ja tauschen, ne? Also, genau, Tauschhandel. Was ich wirklich nicht habe, das ist irgendwie ganz komisch. Wie komme ich jetzt wieder zurück hier unten durch irgendwo, oder musst du was freibauen? Na, muss ich auch freibauen. So. Boah, ist das scheiße. Ich meine, so eine Portalreihe oben. So, geil. Ich glaube, hier ist das. So ist geil. Hereinspaziert, Mister. Yo, danke schön. Yo, oh fuck. Zack. So, Regelverstoß incoming. Ich bereite schon mal. Regelverstoß incoming. Das auch noch so anzusagen, ist ein bisschen frech, finde ich. Ja, wenn ihr was bauen. Peter, mit Ankündigung. Kündigung. Ich kenne jemanden, der ist für sowas rausgeflogen. Krankenschein mit Ankündigung. Wer ist rausgeflogen? Nein, Krankenschein mit Ankündigung. Dafür fliegen Leute schon mal raus. Ja, stimmt. Krankenschreiben mit Ankündigung? Ja, wenn du sagst zum Chef, von wegen, ich hole mir jetzt einen Krankenschein. Wer macht sowas? Ted. Nee, das ist nicht wahr. Also da muss ich mal wirklich mit dir schimpfen. Bist dir jetzt negativ aufgefallen, das die ganze Zeit? In der Werbeagentur habe ich das mal gemacht. Da hat er gesagt, wie lange können Sie sich denn noch vorstellen, hier zu arbeiten? Ich habe gesagt, bis heute Abend. Hat er gesagt, Sie wissen schon, dass Sie 3 Monate die Kündigungsfrist haben. Dann habe ich gesagt, ja, Sie wissen aber auch schon, dass ich ganz schön krasse Rückenschmerzen bekommen könnte. Und dann warst du weg? Ja, dann war ich weg. Ja, na klar. Soll er notfalls, denn? Wenn es ihm auf den Sach geht, soll er dich kündigen, dann gibt's eine Provision. Eben. Hui. Bingo. So, ihr Ficker von Stadt Pink. Boah, ich hab gar kein Aluminium, komm, warte mal, ich hab doch irgendwo Aluminium. Also mittlerweile bist du schon auf dem Niveau von Stadt Pink jetzt runter. Ne, noch nicht, bin gleich da. Gleich. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Genau. Und dann werde ich assimiliert und will da wohnen. Versteh das gar nicht, ich hab doch irgendwo Aluminium gehabt, alles weg, ey. Ah, ich wollte diese Drawbitch-Blöcke machen. Genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Was? Drawbitch-Blöcke? Geil. Genau, die Bitch-Blöcke. Die meinen eine Bitch. Genau, wenn jemand böse ist, dann kommt halt, das ist halt so ein, dann wird halt meine Bitch gebaut, sozusagen. Oh, ich habe jetzt auch so den 2 Blöcke abgebaut. Oh, verdammt. Peter! Mach am besten noch ein Schild hin. Sorry, ich habe hier was abgebaut. Stimmt. Ach Mist, hab kein Schild mit. Man muss sich ja entschuldigen, wenn man dann schon sowas macht, nicht? Mach überall in der Stadt Schilder hin, du hast was abgebaut aus Versehen. Das wäre doch eine geile Idee. Ja, stimmt, warte, ich hol mir mal ein bisschen Holz. Aber deswegen Stadt Pink. Ich hab aus Versehen. Scheiße. Mach überall in der Stadt Schilder hin, ich hab aus Versehen was abgebaut. Wo ist das weit weg? Alter, ist das weit weg. Wirklich überall so einfach. Der ist echt nicht schlecht eigentlich. Aber ja, hier ist kein Holz. Hier ist kein Holz. Komm, wir packen uns gleich einen Rucksack voller Schilder und stellen alles voll. Aber alles. Richtig Attacke. Und auch die Kisten machen wir voll mit Schildern. Ja, alle Kisten, genau. Boah, jetzt weiß ich, wieso ich nicht gerne kämpfe, ey. Es dauert ja so, ist ja so teuer, die ganze Rüstung zu reparieren. Ja, das stimmt. Ich baue mir deswegen immer eine neue. Ja? Nein. voll teuer. Effizienter. So, jetzt gießen wir doch erstmal hier das Aluminium ab, wa? Wieso geht das hier nicht? Also ich habe wieder eine Miniaturherz gefunden, ne? Das könntest du das geben. Ich glaube, ich habe das jetzt in den falschen Ofen reingetan. Kann das sein? Oh nein! Nee, das ist doch ein Block. Ah, da, okay. Nein, jetzt hast du verloren. Nee, passt schon. Nein, wieder so. Holen gilt nicht. Rift entfernt. Hä? Ist auch verboten, krass. Heft. Ah, ich brauche Schilder, ganz vergessen. Hauptsache Aluminium, was da rausläuft, ist rosa einmal. Was haben wir hier? Tin, wo ist mein Aluminium? Irgendwie habe ich Angst, die Scroll zu benutzen. Wo ist mein Aluminium? Weil ich letztes Mal in der Mitte war, in der Wand. Oh, jetzt ging's. Aha, da haben wir doch meine 25 Aluminium, sehr schön. Wie war das jetzt eigentlich? Darf man jetzt den Ninja-Dagger noch benutzen? Ja, ne? Nicht in der fremden Stadt. Genau, und den PvP auch nicht, oder? Ja, ne? Also, wenn jemand mich in meiner Stadt verfolgt, darf ich mich irgendwo reinporten, weil das meine Stadt ist. Genau, ja, gut, klar. Nicht so explizit genannt. So, Richtsch.
Aluminium-Brass-Ingot. Dafür brauche ich Molten Aluminium-Brass und dafür kriege ich raus, wenn ich irgendwas mische. Da müssen wir eigentlich ein Makro für machen, ey. Chopper, ein Chopper, 4 Aluminium. Ja. So, ich brauche erstmal Apple jetzt. Chopper, Chopper. Warte, ein iPad oder was? Ja, genau. Ein iApple. Gibt's eigentlich sowas wie iCraft? Noch nicht, kommt bald. Oh, hättest mal nichts gesagt. Jetzt gibt es das. Wer hat denn diese kleinen Mini-Pissblöcke bei mir geplatziert, ey? Weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte ich jetzt auch gesagt. Guck aber in der letzten Folge. Was sind das für komische Blöcke? Da kommt Lavastaub raus, wenn ich die kaputt schlage. Ja, weiß ich, voll scheiße. Knicks! So. So, statt Pink. Ach, hier hatte ich doch Äpfel. Ey, die Herzkanister gehen ja gar nicht weg, wenn man stirbt, ne? Nee. Angeblich nicht. Nee, die sind permanent. So. Ach, hier ist der komische Bärenkopf, ne? Den die verehren. Ja, ach so, Bärenkopf ist bei dir der König. Der Bärenkopf, den die verehren. Da hört's gut an. Da wird's auch hin, ne? Chocobo-König, ne? Da muss ich eigentlich auch hin in die Stadt. Obwohl, vielleicht baue ich einen Affenkopf, den Widdern verehren können. Das ist viel cooler. Affen gibt's? Ja, aber so ein Affenkopf hier in der Stadt, so ein riesiger. Ich glaube, so. Das mache ich mal bald. Oh, ein schwarzer Chocobo. Black Chocobo heißt der. Wow. Nicht gedacht. Ich habe gedacht, der heißt Jamal. Der Schwarze. Jamal! Jamal the Black Chocobo. Der kann was. Ja. Kennst du einen Weißen, der Jamal heißt? Wäre mal Zeit, oder? Ja, eigentlich ja, ne? Ach, hier ist das Schild. Jamal Rüdiger Büttinger. Das wäre doch was, oder? Büttinger. Wäre das nicht was? Nee. Also irgendwie verstehe ich das jetzt hier nicht. Wieso? Ich mache noch so ein Smiley, der böse, der traurig guckt, oder? Fuck! Debitor LP. Nein! Warte hin. Ich habe aus Versehen was abgebaut. Was ist 24 durch 3? 8. 6. Ja. Und ihr mich verrechnet. Ich habe mich verrechnet. So, 3 Hardcanister habe ich mir erstmal gebastelt direkt. Oh, das heißt, ich brauche jetzt noch wie viel? Ich habe da 4 reingemacht, das heißt jetzt noch 2 und 1, okay. Mal Kopf aus der Schlinge gezogen. Dann machen wir hier noch einen hin. Ja, ich hatte früher den Super-Mathe-Lehrer. Der hat immer am Anfang bei Quadratwurzeln mussten alle aufstehen. Und dann hat er die Fragen reingeworfen und wer dann sich gemeldet hat und war richtig, durfte sich setzen. Und du musst so lange stehen bleiben, bis er richtig hat. Was? Wie asozial ist das denn? War super heftig. Hätte ich mich ja nie setzen können. Schwache Schüler, die bleiben einfach mal nonstop sitzen, damit alle auch so lange, stehen, damit auch die ganze Klasse sieht, wie blöd der ist. Ein Obernichtspeiler bist, ja. Dann auch offen gedemütigt wirst. Das war echt krass. Das war auch der Direktor sogar der Schule damals. Krass. Sollen wir da nochmal hin? Sollen wir ihn kaputt schlagen? Wohin? Zu dem. Ach nee, der ist gar nicht mehr Direktor da. Ach, der wurde schon gefeuert? Nee, ich glaube, der ist in Rente gegangen und dann hat der absolute Hasslehrer von ihm übernommen, den Job. Geil. Weil das war dann nämlich so ein ganz junger, Mitte 30-jähriger Deutschlehrer, den wir auch. Wahrscheinlich auch ein Korrekter, der das auch anständig noch gelernt hat mit didaktischen Konzepten und so. Der ist sowieso super korrekt. Der hat auch die Schule direkt zum Partner für Leistungssport gemacht und ist Trainer bei Bundesligamannschaft von Dortmund, die Handballerfrauen. Hat der. Also, nur weil der gerne wichst. Hat ihm direkt einen runtergeholt, ne? Der macht halt alles gut. Ne, ich glaube nicht. Weil er war so lustig. Der war 2 Jahre da, dann hat er gesagt, ne, ich habe keinen Bock mehr auf den Direktor, ich kündige jetzt hier. Ciao. Und danach, so ein paar Jahre später, war ich mal zufällig da und dann so, lol, der ist jetzt Direktor, krass. Upgrade complete. Ja. Aber tat der Schule wahrscheinlich auch gut. Boah, Alter, das kostet ja übertrieben viel. Was denn? Diese Aluminium Brass Ingots. Einer davon kostet mich 2 Aluminium und ein halbes Chopper. Ich brauche erstmal Aluminium noch. Der Tünnis hier heißt Bodo, ne? Bodo, ja. Welcher Tünnis? Hier der Bär, den die anbeten. Ach so, Bodo der Bär. Und dann haben die geschrieben, Bodo beobachtet dich. Oh, eine Affiliation im Namen. Und dann habe ich jetzt Debitor LP beobachtet Bodo. Wenn das nicht nach Kriegserklärung gleich kommt, Peter. Das ist heftig. Was du da gemacht hast. Also ja. Da möchte ich mich distanzieren von. Wenn ich die Gottheit anzweifle. Nichts zu tun.
Möchte ich eindeutig nochmal sagen. Nee, der Kev und ich, wir sind da völlig ahnungslos, was der Peter da macht. Wir haben dich auch abgehalten, wir haben dir ins Gewissen geredet. Eben, wir haben gesagt, nee, lasset, ja, nicht so blasphemisch über deren Gott herziehen, aber Peter sagt, stimmt. Streitgespräch. Wir haben sogar gesagt, sonst kommst du auf die Stelle Treppe, aber du wolltest nicht hören. Bau am besten, wir machen uns die Rucksäcke voller Schilder und machen die alle, ganze Stadt voll, habt ihr ja nicht gesagt. Nee. Ich meine, wenn die Schilder platzieren, darf ich da auch Lava platzieren, oder? Nee, ja, klar. Ja, aber das ist auch ein harter Unterschied, weil ich habe nur Peters Gedanken gelesen. Und Peter hat direkt gesagt, weißt du? Ach so, meinst du? Ja, okay. So war das nämlich. Da kannst du jetzt nicht mehr rausreden. Also der Peter war schon immer anders. Ich glaube, ich habe 10 Schilder schon verteilt. Oh nein, du bist ja richtig hammerproduktiv. Ja, ich muss immer schreiben, ich habe aus Versehen was abgebaut. Dann so ein böser Smiley und Debito-LP. Ach ja, einkopieren kann man halt ja gerne. Kann man eigentlich einen Penis auf dem Schild machen? Wieso geht das eigentlich nicht? Gibt es so einen Minecraft-Mod vielleicht? Dass dein Penisabdruck einscannen kannst und dann... Das ist wie bei Counter-Strike früher, so ein Spray... Ich glaube, ich hole mir bald einen 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker ist auch cool, hätte ich auch gerne, ey. Aber ein 3D-Fleischdrucker, da mache ich mir mal ein leckeres Schnitzel. Ja, haben sie auch Hammer, schon gemacht, Alter. Kostet nur 330.000 oder ja, so. Ja, so werden auch die Chicken Nuggets gemacht. Bah. Und durch die Massenproduktion ist das halt billig. Ja. Bye. So ist es. Lecker. Wo habe ich eine scheiß Folge für die Leute? Die ich nur Schilder mache. Ich hätte ja. Hab die ganze Zeit nur Molted Aluminium Brass gemacht. Das ist übelst teuer. Das füßt mein ganzes Aluminium auf, aber ich habe auch nichts gemacht in dieser Folge. Gar nichts. Ja, ich auch bisher nicht so viel. Ich wollte jetzt mal ein bisschen meinen gehen. Brauch noch Aluminium. Nein, du darfst nicht meinen. Mein? Ja, meine. Was ist das denn? Ja, ich meine das halt. Ach so, das hast du gemeint. Hast du jetzt verstanden? Ja, du meinst, was du gemeint hast und nicht Minecraft, weil es ja um mein geht. Nee, das ist eher so ein Mein-Kampf hier. Oder meinst du mein? Also die englische Mine halt. Meine Mine. Meinst auch. Du die oder was? Meine ich auch. Jetzt wäre geil, wenn einer von der Stadt online kommen würde. Ja. Würde mein Titel in die Höhe treiben. Komm, ich nehme jetzt so lange Folgen auf, bis einer... So lange, 24. Bis einer online kommt. Das ist jetzt das neue Projekt. 24-7, du darfst nichts anderes mehr machen. Gibt es kein Add-on oder so ein Plugin, wo man anzeigen lassen kann, wer auf dem Server ist? Das gibt's bestimmt, aber... Weil das müsste man fürs nächste Projekt mal machen, dass quasi immer eine Seite da ist, wo man sehen kann, wer gerade online ist. Ja, das ist ja kacke fürs Uptime dann. Dann ist er gut. Nur wenn man der Angreifer ist, ist das gut. Ja, genau. Ja, was ist eigentlich mit dem Update? Das sollte doch kommen. Ja. Anscheinend noch nicht. Ungespielt und Themen. Entschieden. Tja, haben sie wohl, aber. Da macht Simon bestimmt genau dann, wenn er halt auch aufnehmen kann, das Neue. Könnte sein. Sei schon 7 Fehler, was will ich denn damit? Alter, viel zu viel Scheiße, was hier droppt. Zum Glück habe ich mir diese Wegwerfmaschine gemacht, Alter, die einfach mal selbstständig alles wegwirft. Aber so alles. Ja, genau, alles, halt. Immer das ganze Haus so. Wirft immer alles weg. So gehört Zack. Sich auf. Kaputter Aufräumroboter, der einfach alles wegschmeißt. So. Später gibt es sowas ja, bestimmt mal. Kommst du nach Hause, hat der Putzroboter die ganze Bude zerlegt. Ja, dann hast du da so programmiert, dass der dich Saya nennt. Saya, ich hab ihre Wohnung gereinigt. Komplett. Ist aber alles leer, Alter, alles in Brand gesteckt. Ich hab mich für das schonste Reinigungsverfahren entschieden. Kennst du das von dem einen, so ein Ami, der zu Siri gesagt hat, er braucht eine Ambulance? Siri, please call me an Ambulance. Und seitdem nennt sie ihn so. Ach so. Das ist auch sehr geil. Das ist ja das Gleiche in Englisch dann. Du kannst ja sagen, Siri, please call me Tiger oder so. Dann funktioniert das ja. Aber wie dumm. Kann man auch sagen, erkennen die eigentlich Schimpfwörter? Oder könnte man auch sagen, Siri, please call me Cocksucker oder so? Kann man das vielleicht auch sagen? Vielleicht macht er das auch. Ich weiß nicht. Stimmt. Good morning, Cocksucker. Obwohl, dann sagt die wahrscheinlich... Please wake up. No, that is not an appropriate name, sagt die wahrscheinlich dann. So spielverderbermäßig. Wie kostet eigentlich so eine Blank Cast? Blank Cast? Wisst ihr, was ich meine? Das, wo man in dieser Schmiede ist, dieses... Nee, keine Ahnung. Okay. Alle nichts wissen. Okay. Oh, wir sind noch was hier bei 20 Minuten. Ja. Dann mach ich jetzt schnell die Mobfalle bei mir aus und schnellst noch weg. Lass doch eine riesige Mobfalle unter Stadt Pink bauen, wo die nicht drankommen. Was da rausquillt, ne? Damit es dann immer ruckelt bei denen, wenn die aufnehmen. Ach so. Du hast doch gar keine Mobfalle bei denen bauen. Du kannst einfach deine Mobs, die du hier hast, rüber teleportieren. Ah ja, stimmt, genau.
Das geht ja auch. Durchs Portal dann einfach. Das wäre eigentlich auch mal geil, so eine Monster-Invasion so, bei denen dann. Aber nur von Creepern, die eine Millisekunde vom Hochgehen sind. Ja. Also schon definitiv hochgehen? Genau, die werden schon vor der Tür, stehst du direkt neben denen quasi. Und die zischen schon, genau. Und wenn die rübergedrückt werden, bam, bam, bam. Genau. Und das ist die ganze Zeit kaputt. Wie geil wäre das, wenn du jetzt einfach noch ganz kurz als Server-Owner hier World Edit draufziehst und dann einfach mal den Insel markierst und Z0. Oh. Das ja, wäre auch nice. Ihr seid doch gemein. Ihr kranken Schweine, damit habe ich nichts zu tun. Weißt du, eher. So, ich habe jetzt ein Portal nach Pink und ich habe überall Schilder gesetzt. Genau, ich habe hier jetzt Black Cast gemacht. Das heißt, wir können uns in der nächsten Folge endlich die Drawbridges machen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so teuer sind. Und dann haben wir endlich unsere erste Zugbrücke. Das heißt, die so, Stadt verriegelt cool. sich. Geil. So, ich warte noch ganz kurz, auch wenn das jetzt eine Millisekunde überzogen ist, aber ich warte jetzt noch kurz die Sekunden, aber bis das. Was hier noch Porno wäre, wenn ihr so eine Maschine bauen könntet, die selbst die Bürgersteige einklappt. Wenn ihr aufgeht. Aber komplett. Das wäre cool. Sehen auch, wenn wir aufgehen, ne? So wie so ein Daylight-Sensor, so Stadtsensor. Ja, ja, genau. Und dann klappt die alles ein und so, goodbye. Egal. Ja. Wir können von mir aus doch schon Schluss machen. Ich denke, das läuft sowieso automatisch in den Trichter hier rein. Deswegen ist bei mir alles Roger. Gut. Leute, würde ich aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Schreibt natürlich noch in die Kommentare, was wir sonst noch bauen sollen. Ansonsten einen Daumen nach oben. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Jo. Tschüss. Oh, Peter sagt gar nicht Tschüss. Tschüss.